Das Video, was ich nie machen wollte, ist es traurig? Dieses Video könnte auch dir unangenehm werden. Und wenn du das nicht willst, dann schalte lieber aus. Und ich weiß noch nicht, ob ich dieses Video jemals veröffentlichen werde. Wie du gemerkt hast, gibt es heute... Oh nee, sag jetzt nicht, der ist tot. Bitte sag nicht, dass er gestorben ist. ...heute auch keine Begrüßung, denn es passt heute nicht. Ich sitze auf Langeoog am Strand und zwar allein. Ich kann auch jetzt noch gar nicht sagen oder bewerten, ob es gut ist, dass... Seine Frau ist gestorben. Oh nein. ...dass ich dieses Video drehe, denn mein Korrektiv, meine Frau, mit der ich immer alles besprochen, bewertet und entschieden habe, ist nicht mehr da. Die größte Säule meines Lebens ist nach fast 25 Jahren einfach weg. Mein Sohn und ich stehen da und fragen uns, wie es weitergehen soll. Alter, boah, fuck. Boah, das ist hart. Boah, das ist hart, shit. Die Konsequenz dieser Tatsache ist so umfassend und so furchtbar und so schrecklich, dass wir es noch gar nicht fassen können. Am Montag, den 12.06.2023, ist meine Frau nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Ein halbes Jahr lang hat sie gekämpft. Doch es wurde immer schlimmer und schlimmer und am Ende auch unerträglich. Ein halbes Jahr lang haben wir sie seit der Diagnose begleitet. Es war ein unfassbar hartes halbes Jahr. Chat, viele fragen, wer das ist. Das ist so ein, eins, wer den kennt, das ist so ein Guy. Macht so Mathe-Berechnungs-Tutorial-Nachhilfe-Videos. Viele von uns kennen den Chat. Der hat wahrscheinlich auch sehr vielen geholfen. Hier, warte mal. Beliebteste Videos. Kopfrechnen super schnell. Brüche addieren. Prozentrechnung im Kopf. So ein Zeug macht der halt, Chat. 80 Prozent. So ein Zeug. Cent von 40. 80! Keine Sorge, das geht ohne Taschenrechner. Wir brauchen nur ein bisschen Farbe. Wir nehmen nämlich diese 2 und diese 4 und dann multiplizieren wir. Und 2 mal 4 sind 8. Und es tut unfassbar weh. Und wir haben wirklich alles gegeben. Wir waren bei verschiedenen Ärzten, in verschiedenen Kliniken. Wir haben uns für Studien beworben, national und international. Doch geholfen hat es am Ende alles. 164 Tage haben wir gekämpft, die meiste Zeit davon im Krankenhaus. Wir haben im Krankenhaus gelebt, wir haben dort gegessen, wir haben Hausaufgaben. Oh, krass, ey, Chat, das ist echt heftig, Digga. Ich find's krass, dass er so viel Kraft hat, um einfach so die Sachen auszusprechen. Weil das ist ultra hart. Das ist, glaube ich, einer der schlimmsten und härtesten Dinge, die dir im Leben passieren können. Und er kann einfach so drüber reden, das ist krass. Es war einfach eine Frage der Priorität und die war sehr einfach zu beantworten. Mein Mittelpunkt ist und war immer meine Familie und deswegen musste ich natürlich und wollte ich natürlich immer im Krankenhaus sein und nicht im Studio. Und auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst nicht nur deine Prioritäten überdenken, alles ist anders von heute auf morgen. Und dann drängen sich... Ist das krass, Chat? Bei sowas sieht man immer, Chat, wie wertvoll eigentlich das Leben ist. Eins, wer heute einen scheiß Tag hat, Chat. Eins, wer heute sagt, heute war ein beschissener Tag. Irgendwie Schule, Arbeit, keine Ahnung was. Chat, wir sind am Leben, Gottverdammt. Ihr atmet gerade. Ihr atmet. Atmet jetzt ein, Chat. Spürt, dass ihr lebt. Und lebt euer Leben, wie ihr es leben wollt. Okay? Zieht euren Shit durch. Verwirklicht eure Träume. Jagt eure Träume. Versucht jeden Tag bewusst zu leben und auch, ey, ich sage euch mal eine Sache, Chat, und das habe ich schon öfter gesagt, das ist nur länger her, dass ich es wieder gesagt habe. Ihr wisst doch, ich gehe immer Eisbaden, Chat, also ich mache doch diese Eisbäder und jedes Mal, also nicht nur, wenn ich im Eisbad bin, auch darüber hinaus, aber ich würde sagen, ich habe mindestens 3 oder 4 Tage in der Woche, meditiere quasi und mich bedanke für das, was ich heute hatte. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich sage mir selbst, danke. Also ich rede dann zu Gott so mäßig. Ich sag halt dann, Gott, danke, dass ich atmen durfte. Danke, dass ich heute, keine Ahnung, gestreamt habe und so. Wisst ihr, wie ich meine? Das hört sich dumm an, aber es ist wirklich, es hilft wirklich weiter, um auch einfach bewusster zu leben und nicht alles so selbstverständlich zu sehen. Versteht ihr? Also wirklich, für alle Leute, die das gerade komisch finden, probiert es mal, Digga. Probiert es mal. Ihr müsst jetzt nicht zu Gott beten oder so, oder könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber einfach nur dankbar sein und wirklich sich selber sagen, für was war ich heute dankbar. Auch wenn man einen scheiß Tag hatte, Chat. Es gibt immer Sachen,
für die man dankbar sein kann und die doch positiv sind. Und wenn man sich das öfter mal vor Augen hält, dann lebt man einfach auch viel bewusster, Chat. Ist das richtig so, wie du gelebt hast? Hast du die richtigen Prioritäten gesetzt? Und kannst du so weitermachen? Ja. Und nun ist das Unvermeidliche, von dem wir wussten, dass der Tag kommt, eingetreten. Ab jetzt müssen wir alleine weitermachen. Erinnerungen und Schmerzen werden für immer bleiben. Und nun fragt ihr euch sicherlich, warum ich dieses sehr persönliche, unangenehme und traurige Thema auf meinem Kanal bespreche. Weil wir doch hier eigentlich zusammen Mathematik machen. Und das ist total einfach. All diese Kummer, Leid und Elend hätten wir uns ersparen können, wenn wir regelmäßig zur Vorsorge gegangen wären. Oh, okay, okay, I see. Und das Schlimme ist, wir wollten das immer machen, wir waren nur der Meinung, dass wir noch zu jung sind und dass wir da noch Zeit für haben. Also verdammt nochmal, geht zur Vorsorge. Welche Vorsorge? Krebsvorsorge oder was? Es bleibt eine traurige Erkenntnis. Nichts ist für immer. Welche Vorsorge, Chat? Wir werden nun eine Auszeit nehmen. Und Krebs, Krebsvorsorge. Unser Leben neu sortieren. Und ich komme. Was ist Vorsorge? Naja, da gehst du zum Arzt und der checkt halt deinen Körper. Und anscheinend kann man halt dann, wenn man jetzt Krebs hat, den halt sehr früh schon erkennen und dagegen halt ankämpfen und arbeiten. Mal wieder, wenn ich soweit bin. Okay, das war's. Erstmal. Alter, holy fuck. Und dann das Outro. Hart, Digga. Holy fuck. Also mein Beileid auf jeden Fall an Lehrer Schmidt. Das ist echt heavy, Mann. Das ist echt hart. Holy shit.